Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Civilization 4. Ich bin Puck und wir sind immer noch der Koreaner. Und ich habe diesmal eine Pause gemacht und habe diesmal gewartet, damit ich nicht wieder in so ein Spielrausch komme wie letztens, wo ich 4 Turnsets am Stück gemacht habe. Das heißt, jetzt, wenn ihr mir was sagt, kann ich das auch zeitnah umsetzen. Das heißt, ich bitte wieder um Kommentare, Feedback auf YouTube und auch im Forum natürlich. So, wir sind immer noch im Mittelalter, forschen gerade ein bisschen an Maschinen rum und bauen gerade unser Reich aus. Aus Indien droht uns gar keine Gefahr, denke ich mal. Das ist ohne Probleme. Und ja, mehr oder weniger werde ich da jetzt weiter ein bisschen bildern. Ich habe, wenn ich mich nicht ganz täusche, am Ende des letzten Turnsets auch einen Stadtrundgang gemacht. Also muss ich das jetzt nicht wiederholen unbedingt. Okay, der Bauernhof ist bald fertig. So. So. Ja, die Städte waren, glaube ich, relativ gut ausgebaut. So. Ich sammle hier bei Pusan meine Armee. Wie viel brauche ich zum Reste forschen? 265, knapp 300. Also noch 2 Runden sammeln. Ansonsten sieht das auch schon ganz brauchbar aus. Was man hier gerade sieht, das heißt, wir müssen nur noch eine, 3 Städte noch gründen, damit wir auch dieses komische unnötige Land in der Mitte fertig haben. Pyongyang war meine Militärstadt. So, dann kann ich jetzt auch forschen, damit ich gleich die Windmühlen bauen kann. Das reicht. Ach ne, hier ist noch eine Stadt. 1, 2, 3, 4, 5 Städte. Deus ex machina. Das tut gerade weh. So, mein Reich ist relativ groß, das heißt, Maschinenbau könnte Sinn machen. Auch vor allem, weil ich dann Triböke bauen kann. Und direkt nach Maschinenbau kann ich dann die Beeline auf Drall ansetzen. Dann habe ich die Trebuchets für die Städte und die Huachas für die Feldschlachten, eventuell gegen Nahkämpfer. So, gucken. Ich glaube, ich brauche knapp 2900 Goldstücke, damit ich durchforschen kann. Gut zu wissen. Und das Gute ist, ich bin militärisch so stark, das heißt, selbst wenn jetzt die KI von mir Geld fordert, könnte ich das durchaus auch ablehnen. Ja. Ein Gerichtsgebäude sehe ich so aus. So. Dadurch, dass ich jetzt auch gleich die ersten Hügel bauen, die Windmühlen bauen kann, entschuldigt, die zwar noch nicht so richtig gut sind, aber Stück für Stück aufgewertet werden mit der steigenden und wachsenden Forschung. Wird das durchaus besser werden. Muss man einfach auch mal so sagen. Wie sieht es eigentlich von der Happiness her aus? Die Stadt könnte wachsen. Okay. Das heißt, mal gucken, was ich danach mache. So, Streitkolbenträger als nächstes.
weil ich Trebuchets haben will als nächste Belagerungseinheiten. So, dann habe ich auch, wenn die Straße und die Straße fertig ist, langsam eine Verbindung quer durchs Land von Kaesong nach Seoul. Was ja durchaus nicht verkehrt sein muss. So. Die Wiesengeschäfte des Marktes, das ist toll. Varanasi wird unzufrieden, das müssen wir uns mal angucken. Acht Überschuss jetzt nicht prall. Gefällt mir zwar jetzt grundsätzlich nicht, aber ich nehme mal den Überschuss in Kauf. Damit kriegt die Stadt nämlich minus 2 Population, dafür aber auch einen Speerkämpfer, der mit Monarchie wieder Happiness gibt. Also. Und der Überschuss ist dazu noch halbwegs okay. Jetzt nicht toll, aber. Erstmal lasse ich jetzt Seoul wachsen. Jetzt überlegen hier oben. Was? Warum muss hier oben eine Stadt hin unbedingt? Wegen den Pferden. Was wäre auch nur eine Stadt wegen den Pferden? Das heißt, diese drei Felder. Das heißt, ich würde ein bisschen was verlieren. Aber hier wird auch schon relativ viel belegt. Dafür hier nichts. Aber die Städte wachsen langsam. Okay. Das heißt, ich entscheide jetzt mal spontan. Erstmal, diese Stadt muss nicht gegründet werden. Diese Stadt. Diese Stadt hat. Auch nicht wirklich viel. Weg erstmal. Ist jetzt nicht schön, wenn man nicht jedes Landfeld benutzt, aber ich möchte mich jetzt auch nicht in den Ruin gründen. Was die Städte angeht, muss man ganz ehrlich mal so sagen. Gut. So. Das heißt, hier noch eine Stadt hin, hier noch eine Stadt hin. Und hier, ich überlege gerade hier, wenn ich hier keine Stadt gründen würde, würde ich das Feld aufgeben. Ein Wüstenfeld würde ich aufgeben. Noch ein Grünland. Fällt alles unter schön ist anders. Ja, aber diese drei Städte kann man gründen. Die kann ich zumindest vor meinem Gewissen vertreten, wenn man so möchte. So, als erstes mal wieder ein Bautrupp, wie immer. Das ist so ein Grundsatz, wenn es nichts Zwingendes dagegen gibt. So. Bauen wir auch mal ein paar Bauernhöfe, dass sich die Stadt in der Wüste dann später noch ein bisschen behaupten kann. Schaden soll es nicht. Sieht soweit ganz gut aus. Es wird heute wahrscheinlich auch kein ultra langes Turnset. Einfach damit ihr auch wieder die Chance habt zu kommentieren und zu sagen, was ihr meint, was noch gemacht werden könnte. Kaesong bietet sich eigentlich an, nicht? Kaesong hat Nahrung, hat ein bisschen Brot. Die Leute lieben mich, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Ich bin ja auch ein toller. Naja, mehr oder weniger. Es reicht. So, mit O.
Endlich wird auch der Dschungel hier größtenteils gerodet. Das ist durchaus gut. Geheimnis der Technologie-Kalender wurden gestohlen. Ihr mich auch. So, eine Schmiede, damit ihr schneller produziert. Die ist durchaus nützlich, logischerweise. So. Das heißt, ich will die letzten beiden Städte gründen. Das ist ja Fakt. Das heißt, einen werde ich jetzt aus der Stadt rausquetschen. Erstmal. Und den zweiten dann später wahrscheinlich aus Seoul. Süchen. Bald werden die Bautrupps auch arbeitslos werden, das finde ich durchaus gut. So, der Speer kann sich jetzt unterwegs machen und noch ein bisschen das Land erkunden. Hier, 74. Ist jetzt zwar bitter, aber zack, den habe ich jetzt da rausgequetscht. Damit das Happiness-Problem langfristig erstmal gelöst. So. Naja, Streitkolbenträger werden das Problem, denke ich mal, schon sehr langfristig beseitigen. Wenn der Inka nochmal kommen würde. Stadtmauern, damit wir die safe haben. Straße ist da und gegründet. Taegu. Die Bautrupps brauche ich spätestens später auch, wenn es wieder an die Ausbau von den Eisenbahnverbindungen geht. Ein Siedler bräuchte 17 Runden. Ja, dann kann ich damit die Hauptstadt entlasten. Das ist durchaus okay. Kann ich gut mitleben. Hier muss komplett alles bewässert werden. Ah, kulturell nehmen wir uns noch nicht viel. Christentum, apostolischer Palast. Ist ja langweilig, sowas. Schon fast historisch. Islam. Nein. Ich glaube, dadurch, dass dann zwei Kommerz wird, dürfte sogar drei Kommerz werden, weil ich ja finanziell bin. Das heißt, ich glaube, der hier oben hat das gemacht. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch noch das Spiralminarett und so einen Spaß sich leisten können. Eventuell. Kurz gucken, ja. Dahin. Jetzt ist auch jede Bautruppe nicht mehr ganz so viel wert. Natürlich lässt sich darüber streiten, aber nicht, halt nicht mehr so viel. Gut, als nächstes eine Schmiede. Ich denke, die Armee, die ich hier habe, die ich auch aufwerten könnte zur Not, dürfte als Abschreckungspotenzial nicht mal so verkehrt sein. Wollen wir das Ganze mal bewässern, soweit es geht. Wie gesagt, dieses Turnset ist jetzt eher ja auch schon relativ lang, muss man mal sagen, dafür, dass ich
dass nicht so viel passiert. Aber es wird. So. Dann bauen wir doch mal hier oben endlich die Grenze aus, dass wir da auch die Leute endgültig abziehen können. Denn das nervt. Doch. Ach, muss ich zugeben, die Gefahr, dass der Inka da im Norden angreifen könnte. So. Ja, aber es läuft. Wie groß ist eigentlich hier die Stadt? 5. Das heißt, eine No-Nahrung-Stadt ist immerhin schon mal auf 5 gewachsen. Langsam, aber sicher. Ich stelle mir gerade die Frage, wie viel Geld ich wohl dem Inka aus den Rippen leihen könnte. Dem in der aus den Rippen leihen könnte, wenn ich wollte. Der hat nichts zum Handeln. Der hat auch nichts zum Handeln. Aber gucken wir mal. Sagen wir mal 300. Einfach nur, weil ich gerade möchte. Passt. Das war jetzt natürlich ein Versuch. Glück gehabt. Und ja, dann wollen wir doch mal Maschinenbau forschen. Und ich denke mal, wenn ich Maschinenbau durch habe, werde ich auch nur noch einen Stadtrundgang machen und das Turnset dann beenden. Ich denke, das dürfte noch ein halbwegs passender Termin dafür sein. So. Schnell die Straßen fertig bauen, damit ich euch abziehen kann. Im Moment rüstet auch keiner von den Gegnern, das ist durchaus brauchbar. Die Stadtmauern sind nur zur letzten Sicherheit. Safety first in der Hinsicht. Ich traue dem nämlich nicht. Dem Inka. Der hat mir ja schon zweimal den Krieg erklärt. Ist beide Male grandios an Pusan, glaube ich, gescheitert, wenn ich mich recht entsinne. Söchen. Ganz langsam wird's. Und das Wichtigste ist auch, dass Soul in diesem Turnset mal wieder wächst. Wird unzufrieden. Aber sowas von nicht. So. Soul täuscht das nur vor, dass es unzufrieden ist. Das ist nicht die Unzufriedenheit, die ihr sucht. Zack, haben wir es doch wieder. Sehr schön. Das heißt, wenn Pyongyang fertig ist, werde ich wahrscheinlich auch die Truppen nach Pulmol nach Pusan schicken und dann die nicht mit Erfahrung ausgestatteten Truppen nach Seoul jeweils 1 zu 1 als Abwehrtrupp. Ich denke, dass das durchaus nicht so das Verkehrteste sein wird. A, weil ich dann das Happy Cap in Seoul steige und zweitens, weil ich dann die starken militärischen Einheiten an der Front habe. Also die Hochbeförderten. Zum Verständnis noch einmal dazu. So, es fehlt nur noch eine letzte Stadt, die ich gründen muss und der Siedler kommt aus Jeju. Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Und jetzt könnte man natürlich die Beeline auf Liberalismus oder so setzen, aber ich bin jetzt mal stumpf und setze die Beeline auf Drall oder gezogene Läufe oder whatever you want to call it. Also auf Schützen, wenn man so möchte. Das dürfte universell verständlich sein. So. Taiyus oder Taigus Stadtgrenzen, wie auch man es aussprechen möchte. Ich finde das mal relativ schwer, die koreanischen Stadtnamen richtig aussprechen.
ich tue mein Bestes und meistens muss ich mich auch daran halten, was man zum Beispiel auch im Fernsehen in Berichten so gehört hat, wie die gesprochen wurden, so wie das wie Taichung oder Kaesong. Man weiß es nicht, man hofft, dass es richtig ist. Zumindest mir geht's so. So, das war's. Stadtrundgang kommt jetzt noch und dann werde ich das dann halt. Gucken wir mal am Anfang 128 Gold als Startwert. Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Alles Tutti. So. Das bringt uns erstmal etwas Forschung von sich. Ja, ich weiß das jetzt. Aber das Ding wird sowieso überfarmt. Deswegen schummel ich mir noch ein bisschen Geld zurecht. Ich merke auch gerade, dass die Hintergrundgeräusche sehr laut sind. Die muss ich mal demnächst leiser machen. Was heißt demnächst? Das mache ich jetzt eben. Weil ich das dann doch irgendwie lästig finde. Vielleicht kommt nur mir das so vor. Das kann ja durchaus sein. Dann sagt mir das, damit ich da demnächst drauf achten kann. Besser. Ich habe nämlich keine Lust, gegen etwas anzusprechen in der Hinsicht. Das finde ich dann sehr suboptimal. Ihr könnt von mir aus vieles tun, aber kein Spion. Ist auch ein Ingenieur, das ist okay. Okay, passt. Nicht schön, aber okay. Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt beide Edelminen. Doch, beide werden belegt. Sehr schön. Passt. Ja, hier gibt es nicht so viel auszusetzen gerade. Ja, darauf kann die Stadt gar nicht zugreifen. Das ist natürlich kacke. Ja, das ist dann nicht schön, aber die Stadt kann halt nichts anderes. Wobei, ich kann natürlich jetzt, zack, die zwei nutzlosen Dinger weg. Habe ich natürlich jetzt gerade auch ganz übersehen. Ein Leuchtturm, damit die Stadt wenigstens etwas besser wächst. Passt. Ich würde zwar gerne auch da oben noch die Hütte belegen, aber es kommt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass das belegt wird. Dann belegen wir das doch mal von hier aus. Peitschen wir weg. Zack, zack. Dann haben wir die Schmiede fertig. Bauen erstmal einen Leuchtturm. Nehmen wir den Überschuss mit. So, Paygam soll erstmal wachsen. Machen wir mal das. Dann muss ich mir gleich mal Jeju angucken. Hier bauen wir langsam aber sicher an den Dingern rum. Das ist gut. Ja, zurück, zurück. Belegen wir das mal um. Ja, quetschen wir halt Stück für Stück raus, was wir quetschen können. Gibt noch nichts Besseres her, aber Taegu hat ja auch gerade erst die KE hat, die Kulturerweiterung gehabt. So, das wird belegt, das ist gut. Jetzt muss ich mir noch hier unten Jeju angucken. Schrumpfen. So schrumpft die Stadt nicht mehr und hat den Siedler trotzdem in einer Runde fertig. Alles gut. So. Belassen wir es dabei. Wir haben jetzt insgesamt zwar etwas Minus gemacht, von 128 auf 117. Was aber auch hauptsächlich kommt, weil wir gepeitscht haben. Das heißt, wir dürften in der nächsten Runde auch etwas Entlastung sehen, in der Hinsicht von den Abzügen her, wenn man so will. Das heißt, ich denke schon, allein wenn ich jetzt einmal auf Rundwechsel klicke, dass wir wieder bei 100, irgendwo bei 120 bis 125 landen. Alleine dadurch, dass Kranke, Unzufriedene weg sind und neue Gebäude fertig sind, die zum Teil bonifizieren, etc. pp. Und selbst in den Städten, wo keine bonifizierenden Gebäude fertig werden,
ist zum Beispiel ein Leuchtturm fertig geworden oder eine Schmiede. Das heißt, man kann da eventuell einen Ingenieur einstellen oder alleine mit dem Leuchtturm kann man dann die Stadt schneller nachwachsen lassen und wieder schneller peitschen später. So viel dazu. Das war jetzt ein kleines Turnset, nicht wirklich ergiebig, wenn man so will. Ich habe die vorletzte Stadt gegründet mit Taigu und mit Haiju. Jetzt fehlt nur noch eine Stadt, die wird unten gerade, der Siedler wird dafür in Shiju gebaut. Und dann, ja, die Beeline geht auf Drall und ich denke mal, das dürfte eindeutig sein. Ich werde in Pyongyang halt noch ein paar Trebuchets bauen und dann heißt es, gib ihm. Also voll auf Trebuchets. Die Schützen muss ich gucken, ob ich die aufwerte, wenn ich das Geld habe, oder ob ich die versuche zu peitschen oder zu draften über, also rekrutieren über Nationalismus. Muss ich mal gucken, was sich da am ehesten anbietet. Was meint ihr? Wie würdet ihr das machen? Oder würdet ihr vielleicht mit Trebuchets und Streitkolbenträgern schon jemanden angreifen? Ich sehe das. Das Potenzial, dass meine Wirtschaft dann komplett im Arsch ist, muss ich so zugeben. Ich sag mal so, für diesen Kontinent reicht so oder so. Ob ich jetzt, später oder auch erst mit Infanterie angreife. Gewinnen tue ich diese Kriege sowieso. Sie dauern nur eventuell länger und vor allen Dingen muss ich auch auf die Weltlage achten. Ich möchte ja nicht nur diesen Kontinent erobern, sondern auch die Welt. Und nicht zu gucken, wie die anderen in den Weltraum fliegen. Das heißt, was würdet ihr tun? Würdet ihr jetzt angreifen mit Trebuchets und Streitkolbenträgern? Einfach nur gib ihm. Und vor allem, wen würdet ihr angreifen? Inka oder Inder? Oder würdet ihr warten, bis Schützen? Oder würdet ihr warten, vielleicht bis Infanterie? Oder würdet ihr vielleicht sogar was ganz Extravagantes machen, wie Grenadiere oder Cavalry Rushed? Noch ist alles möglich, weil ich bis jetzt nur die Grundlagentext habe. Also quasi für die Belagerung und auch die Stack-Verteidigung, die Pikeniere hauptsächlich und die Streitis. Das heißt, jetzt noch alles offen. Ich kann theoretisch auch mit Rittern angreifen. Was meint ihr? Was sind eure Vorschläge? Ich würde mich freuen, denn ich werde jetzt einen Tag Pause machen mit dem Let's Play. Das heißt, ich werde jetzt nicht morgen sofort die nächste Folge bringen, sondern euch die Möglichkeit geben, Feedback zu geben, dass ich darauf reagieren kann. Ich denke, das dürfte auch besser sein, wenn ich jetzt jeden Tag einen Tag Pause mache erstmal und auf eure Antworten warte. Ich hoffe, das gefällt an, findet Anklang bei euch oder gefällt euch. Falls ja, lasst einfach ein Like da. Wenn nicht, sagt mir, was ich falsch mache. Würde mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.